Scheinen! Wow! Da ist er. Also. Was willst du von mir? Ich will mit dir reden. Moin meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, die heutige Folge wird mega, mega episch, denn ich werde das erste Mal mit Null, aka Tobi, sprechen, was genau passiert und was genau er vorhat, werdet ihr diese Folge herausfinden, Freunde. Also für mich auf jeden Fall einer der Favoriten wieder geworden hier und deshalb, ich würde an der Stelle sagen, Leute, ihr könnt auf Ehre ein Abo, aktiviert die Glocke, drückt auf den Like-Button und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video! Leute, ich habe mit Lukas ja jetzt auch gesprochen, ihm ging es gar nicht gut und gestern war so eine Art kurze Infovideo für alle, was genau jetzt Plan ist, was wir genau vorhaben. Ich habe mir eure Kommentare angeschaut, ich habe mir die durchgelesen, da waren sehr, sehr viele hilfreiche dabei. Einige waren auch dabei, wo ich mir dachte, das wird auf gar keinen Fall klappen, aber nichtsdestotrotz, keiner der Kommentare kann mir helfen, solange ich nicht weiß, was Tobi bzw. die Null, so wie ich ihn immer nenne, mit uns vorhat. Und deshalb werde ich auf jeden Fall mit ihm sprechen und das ist mir sehr wichtig. Ich habe gerade gesehen, wer alles on ist und wir sind wirklich eine beachtliche Menge gerade und deshalb brauche ich natürlich auch die Meinungen der anderen. So, ich versuche jetzt auf jeden Fall erstmal einzuschreiben, kommt alle bitte zum Alpha Tower. So, ich habe gerade auch mit Tridan schon gesprochen gehabt. Der hat sich übrigens mittlerweile richtig krass verändert, Leute, äußerlich. Der ist ein bisschen krank wegen der Rose geworden und ich weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall, Leute, ich bin Zeuge und Auserwählter des Unheils. Das dürft ihr niemals vergessen. Und ich muss unbedingt das Ganze hier endlich retten. Irgendwie, irgendwas. Guck mal, das sind alle. Oh mein Gott. Hallo, Leute? Was geht hier ab? Zitashi, was geht? Was geht, Bro? Was ist los? Alles gut. Was geht ab, Kian? Was ist los? Geht, Leute! Jungs, bitte kein Fight. Wir hatten schon echt richtig Terror jetzt am Samstag. Können wir uns bitte kurz bei euch in die Versammlungshalle setzen und reden? Ja, also okay. Ich weiß es. Komm mit, Kian. Komm mit. Oh, weißt du, ausnahmsweise kannst du mal mitkommen, aber nur heute, okay? Okay. Hallo? Was geht? Was geht, Pischta? Geht mal alle wieder das hier. Das ist mein Platz. Geht mal alle, setzt euch mal alle auf einen Stuhl. Okay. Ey, Jungs. Hört mal auf, ihr wisst, was mit Tobi passiert ist, ne? Was ja, cool. Was für cool, Bro, nimm das mal ernst, Digga. Ich sag euch ehrlich, Leute, wir haben jetzt ein dickes, dickes Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das mit Tridan mitbekommen habt. Tridan, zeig dir mal dein Problem. Guckt ihn euch an. Bro, du musst, bald werden es eh alle rausfinden. Seht ihr das? Hä? Warte, Tridan, oh mein Gott. Tridan, geh mal raus hier, Alter. Ich bereue cool. Chill. Das bedeutet, hört mir ganz genau zu, Tridan wird in der nächsten Zeit sich vielleicht ein bisschen verändern und wir müssen ihm helfen, egal ob Alpha Clan oder andere Clans, weil wir müssen diese Insel retten. Es geht nicht mehr darum, dass jeder seinen Clan retten muss, sondern wir sind richtig an einem großen Problem angekommen. Wir wissen nicht, was diese Null vorhat. Deshalb wollte ich euch fragen, Tridan habe ich jetzt eben schon gesprochen, hat irgendwer von euch irgendeine Info über die Null, über Tobi, die er mir jetzt geben kann? Es ist sehr wichtig. Ich hab es. Was denn? Er mag kein Brot. Junge. Nimm es doch mal ernst. An die anderen? Ich hasse dich, Kian. Das weißt du. Ich hasse dich im tiefsten Herzen. Ich will Tridan auch überhaupt gar nicht helfen. Es ist mir so egal, was passiert mit Tridan. Es ist mir sowas von egal. Du kannst da machen, was du willst. Du kannst mich anstecken, du kannst mir Blumen schenken, du kannst alles machen, was du willst, aber ich habe keine Lust auf Tridan, auf dich. Bro, also ich bin dir ehrlich, ich wusste immer schon, dass dein Brain wirklich eine Null ist, ne? Aber dass du sogar in so einer Situation sagst, ja, es geht gar nicht um Tridan, es geht nicht um mich. Du Idiot, wenn du uns hilfst, hilfst du dir selber. Du also checkst, ich helfe immer. Du checkst in ernster Lage nicht. Die Insel ist doch bald vorbei. Guck mal, ich helfe meinen Alpha-Clan, Alpha-Steinchen ist mein Jungs, lass rausgehen, war ein Fehler, Digga. Tridan, ja, Zitage kommt her. Tridan, ich hoffe, die... Ich hoffe, die Umhai kommt zu dir. Ich hoffe, der Umhai kommt zu dir. Rede nicht, was du mit mir, Junge? Es ist gar kein Thema für mich, dich hier jetzt umzubringen. Erstens heißt es das Unheil und zweitens bitte... Ey, da ist Tobi! Tobi, ich muss mit dir reden! Tobi! Wer war da? Nein. Das war die Chance, Kian. Ey, ich voll verpasst, Mann. Nur wieder rausgelaufen bis kommen. Ey, er stand einfach hinter mir. Wisst ihr, was das heißt? nein, alles gut. Ich hab doch hier bei mir auf dem Balkon diese Dinger da geschrieben. Ich hoffe, er liest die. Ja, ich hoffe es auch. Ey, Null, wenn du das siehst, bitte gib mir irgendwie ein Zeichen. Itachi, hast du mit ihm geredet? Nee, Bro, leider noch nicht. Ich, 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 ich,
Ey, Kian, ich fühle mich immer komischer, ich sag dir ehrlich. Kian, ich bin da, mach dir keinen Kopf, ich schwöre, ich bin da. Ey, Kian, ich hab Verlasser für dich. Ey, Zitashi, du hast kein Elytra, ne? Nee, leider nicht, Mann. Ey, verdammt. Egal, ihr könnt ohne mich gehen, Jungs. Keine Sorge. Ey, Jungs, wie gesagt, Kian, ich bin für dich da, versprochen. Ich helfe sogar euch, ich helfe sogar dir, Pischta, auch wenn du ein Dulli bist. Aber, ich muss erstmal rausfinden, was der von uns will. G. Leute, da war er! Er ist da! Er ist da! Er ist da! Ich hab ihn gesehen. Er war da. Er war wirklich da. So, die Frage ist jetzt, hat er bitte geantwortet? Ich hoffe, er hat geantwortet auf meine Nachrichten. Wow. Oh, das war ein bisschen zu tief. Bitte, 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 bitte. Tobi? Hä? Er hat wirklich geantwortet. Bitte gib mir die Möglichkeit, dass wir reden können. Ich will mit dir reden, es ist wichtig, Kian. Das habe ich geschrieben und er hat geschrieben. An Kianes, Zeuge des Unheils, du willst reden? Begebe dich zum letzten Ort des Unheils. Letzter Ort des Unheils? Hey, es ist weg! Es ist weg! Es ist weg! Letzter Ort des Unheils. Dort, wo wir alle unsere Sachen verloren haben. In den Dschungel. Leute, ich muss zu der Stelle, wo wir alle unsere Items verloren haben. Und das ist der Dschungel. Das ist dort, wo das letzte Unheil war. Beziehungsweise dort, wo wir uns fast alle kaputt gehauen haben. Unheil Nummer 4. Das ist hier. Leute, guckt es euch an, wie es hier aussieht. Katastrophe. So, da bin ich. Wenn du mich hörst, gib mir ein Zeichen. Wie habe ich ihn immer gerufen? Ich weiß nicht, ob es auch ohne Horn klappt. Ey, da ist eine Kiste. Ah, das ist halt seins, ne? Wenn der Zeiger auf 0 steht, werde ich erscheinen. Wow. Da ist er. Also, was willst du von mir? Ich will mit dir reden. Ich will wissen, was deine Absichten sind. Das ist eine sehr gute Frage. Bist du? Du bist Tobi, richtig? Ja. Ich bin Kian. Hast du ja schon mitbekommen. Das ist das erste Mal, dass wir miteinander sprechen. Tobi, seitdem du da bist, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Tausende schlimme Sachen passieren. Ich habe das Video von Lukas gesehen. Ich habe gesehen, dass es dir an Anerkennung gefehlt hat. Ich kann es alles komplett nachvollziehen, dass du sauer bist. Dass du nicht das bekommen hast, was dir eigentlich würdig steht. Aber Tobi, diesen Weg, den du gerade gehst, das, was du uns gerade allen antust, das ist der falsche Weg. Sind die Sachen, die bisher passiert sind, denn wirklich so schlimm für euch? Tobi, du hältst uns alle aufeinander auf gerade, merkst du das nicht? Erklär mir bitte, warum sollen andere Leute hier ihre Köpfe von anderen holen? Warum soll man sich beklauen und warum hat sich Tridan schon in einen Zombie entwickelt? Was willst du ihm damit antun? Und warum hast du unsere Sachen genommen? Ich will Tridan gar nichts antun, das ist alles seine eigene Entscheidung. Wie, das ist seine eigene Entscheidung? Was soll das heißen? Hallo? Er hat die Finsternis ausgewählt. Wie, er hat die Finsternis... Er hat recht. Jeder ist für seine Tat selber verantwortlich gewesen bis jetzt. Das heißt, du hast uns eigentlich die ganze Zeit nur hingestellt und uns entweder oder Fragen gestellt? Und wie waren es die falschen Sachen ausgewählt haben? Das heißt, jeder von uns hatte die Wahl. Und das zeigt halt in manchen Menschen das Böse. Aber bist du böse, Tobi? Wer mich als böse seht oder nicht, ist auch eine eurer Entscheidungen. Tobi, ich bin Zeuge des Unheils. Was hast du damit gemeint? Warum? Weil ich das alles mit zuerst gesehen habe und sozusagen die Wahrheit kannte? Oder warum bin ich Zeuge des Unheils? Du bist der Erste, der es mitbekommen hat. Der Erste. Und alles, was ich gesagt habe, alles, was war, ich war ganz, ganz nah dran, richtig? Und alles, was ich erzählt habe, war die Wahrheit. Warum, das meiste. Warum haben die mir nicht geglaubt, die anderen? Wieso hast du die manipuliert? Ich habe sie nicht manipuliert. Sie haben sich dazu entschieden, dir nicht zu glauben.
Also ist dein ganzes Spiel einfach ein Entscheidungsgame. Das heißt, jeder von uns sollte sich entscheiden und es geht einfach nur darum, dass du irgendein Spiel mit uns spielst. Und was ist das Ende? Was passiert am Ende? Sind dann die ganzen anderen Leute weg und nur du und ich sind dann noch am Leben? Und was passiert dann? Das, was am Ende passiert, entscheidest du. Das sind doch alles Tipps, die du mir gerade sagst. Ich kenne deine Spiele. Es ist einfach alles eine Entscheidung. Das ist alles ein Codewort für irgendwas, Leute. Das ist irgendwas, will er mir damit sagen. Es kann nicht sein, dass jede Antwort, die er nennt, irgendwas mit Entscheidung zu tun hat. Ich weiß auch, dass irgendwo tief in dir, dass ein guter Mensch darin steckt. Und ich weiß auch, dass du uns einfach nur zu irgendwas hinführen möchtest. Aber ich weiß noch nicht zu was. Aber wenn das vierte Unheil Rainy war, was passiert jetzt am Samstag nächste Woche? Was am Samstag passiert, obliegt der Entscheidung aller, die sich hier auf der Insel befinden. Jetzt wieder die Entscheidung. Entscheidung, Entscheidung. Tobi, eine letzte Sache. Wieso hast du mich ins Gefängnis gesteckt? Was war da deine Mission? Das war keine Entscheidung von uns. Warum hast du mich ins Gefängnis gesteckt? 2 Tage ohne Essen, ohne nichts und hast uns da drin gequält. Wessen Entscheidung obliegt das? Wir haben den Kerker gebaut. Ich habe den Kerker gebaut, aber nicht aus Bedrock. Ob er jetzt aus Bedrock ist oder aus Obsidian, macht keinen Unterschied. Warum macht das keinen Unterschied? Wir hatten alle unsere Pickaxes und etc. Oh. Es wird dunkel. Hast du so viel Macht, dass du es... Warte! Du musst mir noch sagen, wie ich meine Sachen wiederkriege! Um deine Sachen wiederzukriegen, bringen wir den Kopf eines Freundes, eines Feindes und den eines Familienmitglieds. Was soll das heißen? Eines Familienmitglieds und eines Freundes? Was kannst du doch nicht bringen? Warte, Tobi, wir sind noch nicht fertig! Wir sind noch nicht fertig miteinander! Ich hab noch so viele Fragen! Er ist weg. Er ist einfach weg. Oh mein Gott, jetzt kommen die Zombies. Wenn der Zeiger auf Null steht, werde ich erscheinen. Ah, er ist immer noch da. Verdammt. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Es ist alles eine Entscheidung. Die Entscheidung obliegt uns. Warte mal. Er hat gesagt... Warte mal, das geht nicht. Kopf eines... Alter! Was willst du? Ey! Ich wollte mir das gerade aufschreiben. Hä? Was spielst du für Spiele mit mir? Leute, er ist wieder verschwunden. Er ist einfach verschwunden. Ich verstehe das nicht. Aber du hörst mich ja wahrscheinlich dann. Warte mal. Nochmal. Kopf eines Freundes. Kopf eines Feindes. Kopf. Familie. Verdammt. Es will mich wirklich dazu bringen, um Sue anzugreifen. Es will wirklich, dass ich Sue kille. Verflucht seist du, Tobi! Verflucht! Das sollen unsere Entscheidungen sein? Dass ich meine Sachen kriege, wenn ich meinen eigenen Bruder killen muss? Das werde ich auf gar keinen Fall machen! Ey! Ich habe keine Angst vor deinen Flammen! Ich habe auch keine Angst vor dir! Und ich werde nie Angst vor dir haben! Niemals! Egal wie viel Dollar du wirfst, egal wie viele Leute du hier manipulierst, mich kriegst du nicht dazu! Kopf eines Freundes? Zitashi, Kopf eines Feindes? Irgendwer aus dem Alpha-Clan und Kopf der Familie. Sue? Freunde, das kann ich nicht bringen. Also ich sag euch jetzt ganz, ganz ehrlich, niemals im Leben
werde ich Sue verraten. Für nix. Dann mache ich meine Rüstung einfach selber neu. Scheiß auf die Rüstung. Das gebe ich mir auf gar keinen Fall, Leute. Kopf. Oh, oh nein, nicht der. Oh, das hat mir jetzt noch gefallen. Hallo, Kianis. Oh, Pischta, was willst du von mir, Mann? Hi, alles gut bei dir? Ja, mir geht's gut. Was willst du? Ey, Bro. Guck mal, was ich hier habe. Was denn? Meine komplette Items. Ja, und was willst du jetzt, was willst du damit sagen? Bro, wo sind deine? Nur Diamantrüstung, ne? Wo nur Diamantrüstung, hä? Bro, du hast nichts davon, wenn du mich killst. Also du gar nichts. Das Einzige, was du davon hast, ist jemanden, der gerade Tobi näher kommt und versucht, einen Weg zu finden, wie er ihn vernichtet. Den hast du dann gekillt. Also sprich, du hast die einzige Hilfe, die für dich selber da ist, hast du dann weggemacht. Wenn du das willst, dann mach das. Chill doch, Digga! Bleib doch stehen, komm! Bleib doch stehen, komm! Ich mach nur Spaß, ey. Ich hab gute Laune, weißt du? Ich hab grad mit Tobi geredet. Warte, was wie? Ich hab mit Tobi geredet und ich weiß endlich, was seine Absichten sind. Aber du wirst es nicht verstehen, du wirst es eh nicht checken, Mann. Es liegt alles in unseren Entscheidungen. Das ist ein Spiel. Wir sind in einem Spiel gefangen, Bro. Nicht nur, dass das Minecraft ist, sondern wir sind in Minecraft in einem weiteren Spiel gefangen. Und das ist ein Spiel der Entscheidungen, Bro. Alles, was hier passiert, das kontrolliert Tobi gar nicht. Er setzt uns nur die Möglichkeiten und wir entscheiden. Verstehst du? Wir sind die eigentlichen Falschen. Tobi hat ein Brettspiel, okay? Mit ganz vielen Schachfiguren. Jede Schachfigur, die auf diesem Brettspiel ist, ist ein bestimmter Charakter von uns. Nur der Unterschied ist, nicht er kontrolliert diese Schachfiguren, sondern wir selber. Also bist du der Bauer, verstehst du? Also bist du der Bauer, wir Pach und ich bin der König. Bro, wir sind alle Bauern in diesem Schachspiel, jeder von uns. Verstehst du? Wir können nur nach vorne oder wir können entweder gehen wir nach vorne oder wir tun nichts. Aber wir können nicht seitwärts springen oder überall lang. Verstehst du? Wir haben nicht die komplette Macht. Wir haben immer nur zwei Entscheidungen. Entweder tun wir das, was er will, oder wir tun das, was wir wollen. Und meistens ist das, was wir selber wollen, auch falsch. Tridan musste sich entscheiden zwischen einer Finsterrose und einer guten Rose. Was hat Tridan genommen? Die finsterne Rose. Verstehst du? Stace hatte die Entscheidung. Gewährt sein Handlanger, dann kriegst du deine Sachen zurück oder nicht. Bro, ich kann doch auch jetzt einfach meine ganzen Sachen craften gehen. Ich kann doch auch jetzt wieder einfach farmen gehen den ganzen Tag. Dann habe ich doch alles wieder. Aber nein, ich nehme die andere Variante so und muss eine Aufgabe für ihn erfüllen. Verstehst du? Er gibt uns die Entscheidungen. Verstehst du, was das ganze Prinzip dahinter ist? Es geht. Du redest gerade zu viel in meinem Kopf. Oh, Junge, wirklich, alle sollten kommen, aber gerade du kommst zu Brain AFK, ist der Charakter aus der ganzen Insel, Alter. Hör mal zu jetzt. Was? Ich kann dich jetzt einfach töten, dreimal, viermal, ich kann dich spawn trappen, wie ich will, weißt du? Dann? Du kannst gar nichts machen, weißt du? Und dann, was ist dann? Hier, soll ich tun? Guck mal, wie viel Schaden ich mache jetzt hier. Okay, und was ist danach? Ja, dann habe ich mal gute Laune, weißt du? Es bringt nichts dir, es bringt nicht mir. Es ist einfach Zeitwaste. Mir schon, also ich habe Spaß daran. Ach, piss da, Digga. Aber, ey, Kian. Was? Ich hab heute wirklich sehr, sehr gute Laune, weil ich sehe gerade, du hast keine Rüstung und ich schon. Also, ey, weißt du was? Warte, ich muss gleich, warte, ich heule gleich. Oh, das ist so ein Glücksgefühl. Ich bin ehrlich, aber ich lass dich mal in Ruhe, ne? Kannst ja mal ein bisschen die ganzen Sachen machen und ja, ich zieh mal alleine, Gehört das Tier da hinten? Was denn? Weg mit dir, Alter. Leute. Wir haben ein riesiges Problem. Freunde, das heißt, das ganze Ding hier ist einfach nur ein Spiel. Ich brauche jetzt eure Hilfe. Bitte sagt mir, wie soll ich jetzt vorangehen? Wessen Köpfe soll ich holen und wie soll ich das machen? Soll ich Sue wirklich fragen? Ich kann das aber nicht bringen. Ich werde auf gar keinen Fall Sues Kopf für diese verdammte Null rausholen. Deshalb habt ihr irgendeine Idee, wie ich es anders machen kann. Denn offensichtlich will Tobi ein Spiel spielen. Aber ich sage ganz ehrlich, ich spiele dieses Spiel auf gar keinen Fall mit.